Siehst du? Kein Müll. Korrekt. Gewiss bewahren Sie hier noch viele andere Schätze auf. Sir, einige Vertreter unserer Freunde bei S.H.I.E.L.D. sind jetzt an Bord der Chimera. Agent Morales ist im Command Nest. Möglicherweise kann sie mit den Teilen für die Chimera helfen. Klasse. Ich freue mich, Sie zu treffen. Avenger, ich habe eine Aufgabe für dich. Hallöchen. Ich habe gehört, S.H.I.E.L.D. ist im Haus. Ich bin Agent Alessandra Morales. Ab sofort bin ich Ihr Kontakt zu S.H.I.E.L.D. Falls Sie Kapazitäten frei haben, kommen Sie zu mir. Es gibt einiges zu tun. Schön, Sie kennenzulernen, Morales. Ich muss ein paar Teile finden, um das alte Mädchen hier flott zu machen. Vielleicht kann ich ja zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen und nebenbei meinen alten Freunden von S.H.I.E.L.D. helfen. Hier sind unsere Infos. Hoffentlich reicht das. Ich wusste, wir können auf Sie zählen. Ausgezeichnet. Danke. Sie helfen? Wirklich? Das wird einen großen Unterschied machen. Gute Arbeit. Weiter so, dann kann ich wieder schlafen. Sir, ein neuer S.H.I.E.L.D.-Mitarbeiter ist zu uns gestoßen. Sie finden ihn im Gemeinschaftsbereich. Hallo Avenger, bereit für Ihr neues Ich? Betrachten Sie mich als zweiten Wandschrank. Sie wollen meine Kaffeesucht nicht finanzieren? Echt nicht? Agent Levine ist auf dem Hangardeck. Falls Sie kurz Zeit haben, kann er Ihnen vermutlich bei der Optimierung Ihrer Ausrüstung helfen. Hier drüben! Da werden Träume wahr. Lassen Sie sich ruhig Zeit. Nichts diesmal? Auch okay. Sir, meine Wärmesignaturen-Scans haben zwei potenzielle Quellen für Initiatorkerne ausgemacht.
Potenziell? Warum potenziell? Leider ist es wegen der AIM-Sicherheitssysteme nicht möglich, die tatsächliche Quelle der Wärmesignaturen auf diese Entfernung zu bestimmen. Noch ein Wort, das mir nicht gefällt. Okay, verdoppeln wir unsere Chancen. Bruce, Kamala, kommt zum Einsatztisch. Wir sind unterwegs. Okay, Leute, vor uns liegt Arbeit. Ach, hübscher Anzug. Touché. Wie können wir helfen? Jarvis hat zwei Wärmesignaturen gefunden, die Konzentrationen von Initiatorkernen sein könnten, aber sie sind an komplett verschiedenen Orten. Da die Zeit knapp ist, müssen wir uns um beide gleichzeitig kümmern. Bruce, du und Kamala, ihr sucht im Randbereich der Ödlande, während ich mir eine Stadt an der Ostküste vornehme. Hoffentlich finden wir an einem dieser Orte die Initiatorkerne. Wird gemacht. Moment, wo sind denn alle? Anscheinend hat AIM die Stadt wegen der hohen Inhuman-Aktivität evakuiert. Klingt wie eine Ausrede, mit gefährlicher Technologie zu experimentieren. Vielleicht hattest du mit den Wärmesignaturen recht. Ein Riesenhaufen Initiatorkerne könnte die Energie liefern. Die Anlage ist schwer bewacht. Rechnen Sie bei Ihrer Ankunft mit Widerstand. Ach, die freuen sich nicht, mich zu sehen? Schockierend. Dieser Ort ist eine Geisterstadt. Jarvis, wo ist die Anlage? Einige Meter vor Ihnen, Sir. Sonst jemand in der Nähe? Zivilisten? Die Evakuierung läuft seit heute Morgen. Gut. Diesmal darf niemand verletzt werden. Einer unserer Shield-Verbündeten in der Nähe könnte Hilfe gebrauchen. Talten ging es um saubere Energie. Aber ich wette, hier hatte Monika die Hand im Spiel? Sie regelt die Zuweisung von StarkTech innerhalb von AIM. Ah, Wette gewonnen. In der Nähe des Labors geortet. Nähern Sie sich vorsichtig. Tja, Jarvis, ein Feind ist erst dann einer, wenn er auf dich schießt. Ah.
Hover-Scout-Plattform. Gibt's was, das Amy nicht gestohlen hat? Suchen Sie eine Truhe mit Ausrüstung in der Nähe. Ausrüstung in der Nähe. Status wurde auf Rot erhöht. Bitte bewegen Sie sich rasch zum nächsten Ausgang. Nehmen Sie Ihre Sachen nicht mit. Notfallstatus. Sir. Das klingt wirklich nicht gut. In Ihrer Nähe befindet sich eine AIM-Elite-Einheit. Wenn Sie sie besiegen, erhalten Sie vielleicht etwas Nützliches.
Suchen Sie eine Truhe mit Spezialressourcen in der Nähe. Lange genug in Reichweite Ihrer Zugriffsverbindung, dann kommen wir rein. Halten Sie Aim auf Distanz, sonst sperren Sie uns irgendwann aus. Fortschritte. Bleiben Sie in Reichweite der Verbindung und halten Sie Aim auf Distanz. Thank you.
bin in die AIM-Sicherheitssysteme eingedrungen und meine verbesserten Messungen der Wärmesignaturen verorten die große konzentrierte Energiequelle in der Mitte des Gebäudes. Also keine Initiatorkerne? Das ist schwer zu sagen. Aber unser Eindringen hat AIM dazu gebracht, eine Selbstzerstörungssequenz einzuleiten. Und basierend auf der Größe der Wärmesignatur... Lass mich raten, konnte es ein paar Blocks zerreißen? Das ist korrekt, Sir. Also, solange ich da bin, zerstört AIM nicht noch eine Stadt. Okay, mal sehen, was der ganze Aufwand soll. Der Reaktorkontroll schützt. Keine Willkommensparade. Schon verstanden. Sir, die Zeit ist sehr knapp. Sieh dir das an. Ist das meine Schuld? Sie haben keine Zeit. Ja, gut. Weg hier. Es ist nicht weit. Was immer hinter diesen Türen ist, AIM würde alles zerstören, um es zu verbergen. Das ist meine Arc-Reaktor-Technologie, aber in riesig. Das hier macht Städte platt. Was denkt sich AIM dabei? Oh, hallo, mein Schöner. Sir, die Reaktoren werden zunehmend instabil. Sie müssen sie herunterfahren. Die Verstärker müssen weg, sonst können wir ihn nicht abschalten. Hin und wieder wäre der Motivation dienlich. Gut gemacht, Sir. Und war das so schwer? Geht auf die Fleisch!
Sie haben den Arc-Reaktor erfolgreich zerstört. Ich hätte nicht erwartet, dass du jemals sowas sagst. Wir nehmen mit, was geht, und dann raus hier. Geht's Ihnen gut? Ja. Ja, nur, ich hatte für alles gute Gründe. Dachte ich wenigstens. Was ist passiert? Der Terrigen-Reaktor, A-Day? Das hier? Ich kann nicht steuern, was andere mit meiner Tech machen, aber ich bleibe dafür verantwortlich. Ich bin stolz auf Sie, Sir. Ja. Ich auf mich auch. Apropos Ärger. Bruce? Kamala? Habt ihr meine Zündkerzen? Sind in Arbeit.